Moin Moin Leute, Tumlo hier und willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von Anti-Hero, zumindest was die Kampagne angeht. Kapitel 11, Nemesis. Emma vereint die Gilde und Hyde leistet ein letztes Mal Widerstand. Wir sollen unsere Crew zusammensammeln und unsere Messer schärfen. Wir sollen uns entsprechend ankleiden. Und es gibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Das endet heute Nacht. Hier und jetzt. Los geht's. Wir sind natürlich wieder in der Rolle von Emma. Und wir haben hier was ganz Besonderes. Und zwar, Hyde greift uns an mit allem, was er hat. Er kann unsere Leute rausschmeißen und kriegt alle paar Züge, alle fünf Züge, um genau zu sein, einen kostenlosen Siegpunkt. Und wir kriegen keine Siegpunkte. Wir müssen ihn töten, um zu gewinnen. Ist nicht einfach. Aber machen wir. Kriegen wir hin. Trading House haben wir schon mal. Wir fangen an mit Kochen natürlich, wie immer. Und Runde beenden. Also, auch wenn uns Siegpunkte nichts bringen, ist es natürlich sinnvoll, wenn wir ihm die Siegpunkte wegschnappen. Wenn wir die Gelegenheit für ein Attentat haben, sollten wir das machen. Wenn wir Bestechung kaufen können, sollten wir das machen. Gleichzeitig haben wir natürlich jede Menge Zeitdruck, was sehr unangenehm ist. Mal gucken. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal die Gang. Die darf nämlich ihr erstes Level abholen. Und wir nehmen einmal Gold, würde ich sagen, tatsächlich. Außerdem schauen wir mal, was es hier gibt. Eine Bank. Sehr gut. Und wir haben direkt das richtige Gebäude erwischt. Wunderbar. Das ist geil. Dann erkunden wir hinten weiter. Dann können wir da nämlich im nächsten Zug weitermachen. Aber jetzt holen wir uns erstmal die erste Stufe der Bank. Ah, sehr schön. Sehr schön. So, nächster Zug. Das war der perfekte Start. Oder der fast perfekte Start zumindest. Es war ein guter Start, sagen wir es so. Haltes dran. Spoilbar nach Luxford werden geupgradet. Wir haben das ausgeschaltet. Was wichtig ist, Hyde ist selbst auf der Map in diesem Fall. Stellt auch tatsächlich eine Gefahr dar. Er ist nicht ohne. Er ist ganz und gar nicht ohne. Wir machen mal das hier erstmal. Ihr könnt hier draufhauen und dann verbessern wir euren Schadensoutput. Schadensoutput. Entweder ich sage Damage Output oder ich sage, wie wäre es auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Schadensoutput klingt auf jeden Fall schrecklich, das sollte ich nicht sagen. Eine Kirche. Ah, noch mehr Gold. Sehr schön. Und ich nehme mal zuerst den Scout. Und irgendwie habe ich gerade sehr viel Glück damit, dass ich immer das Richtige als allererstes erwische. Ich würde tatsächlich sagen, wir bauen die Bank komplett aus, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich will das extra Gold im nächsten Zug haben. Und dann holen wir uns das Waisenhaus. Ah, ich liebe dieses Geräusch. Nächste Runde. Und lange dauert es nicht mehr, bis Hyde seinen Gratisbuch bekommt. Aber wir haben einen guten Start. Wir haben einen sehr guten Start. Wir haben immerhin in drei Zügen schon eine Bank komplett ausgebaut. Haben wir hier jemanden, den wir angreifen können? Nee. Machen wir das doch gleich mal. Ich überlege gerade, ob ich mir jetzt in diesem Zug die Schläger holen möchte. Oder erstmal die extra Lampen. Wir nehmen erstmal den Lampleiter. Ich glaube, der ist noch etwas wichtiger. Und wir nehmen uns das Waisenhaus, aber sowas von. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir uns auch Stufe 1 von der Kirche. Extra Gold ist extra Gold. Ich meine, ausbauen werde ich die nicht. Das macht keinen Sinn, das bringt uns nichts. Aber
gehen wir jetzt hin? Ich würde schon gerne das Estate entdecken, ehrlich gesagt. Ja, wir gehen hier hin und gucken uns in der nächsten Runde das Estate an. Und in der nächsten Runde bauen wir außerdem die Gang aus. Wir brauchen mehr Schläger. Sonst haben wir bald ein Problem, weil unsere Gang geht sonst bei der ersten Begegnung drauf und das wäre unschön. Und unser Gold werden wir, glaube ich, im nächsten Zug vor allem in das Trading-Ding stecken. Bin auch gespannt, ob hier Mr. Slime sich demnächst mal bewegt. Oder tatsächlich. Bleib bei uns, das ist mir recht. Bleib in meinem Gebiet der Karte, das ist sehr gut. So. Hier haben wir ein Ziel. Ein Ziel, was aber noch nicht entdeckt wurde vom Gegner. Ich weiß noch vom letzten Mal, Hyde hat 4 Leben in der ersten Stufe. Und ich glaube, man sieht es auch irgendwo, wenn man drüber geht. Genau, da ist nämlich Hyde. Das heißt, im nächsten Zug können wir ihn one-hitten. Also, die erste Stufe one-hitten, weil ihr seht ja schon. 3 Markierungen. Ja, wir müssen ihn 3-mal umhauen. Leider. Aber gut, das macht doch Sinn. Und schauen wir mal, was wir so im Sorting Neville finden. Ein weiteres Estate, okay. Das Estate nehmen wir auch mit. Okay. War das Trading House komplett aus. Und dann schicken wir noch einen Schläger zur Gang. Unsere Gang soll bereit sein, wenn wir ihn angreifen. Oder holen wir uns den Schläger im nächsten Zug. Nein, wir holen uns ihn jetzt. Wir haben das Gold. So. Er wird sich gleich eine Bestechung kaufen, wahrscheinlich. Falls er es in diesem Zug noch hinbekommt. Auf jeden Fall kriegt er jetzt seinen Gratispunkt erstmal. Und er hat sich ein Meisterstück Kunstwerk geklaut. Aber er hat sich keine Bestechung gekauft. Bin ernsthaft am Überlegen, ob ich das gleich machen soll. Was ich jetzt machen werde, ist hier hinten Mr. Slime umzubringen. Und ich habe keine Lust, dass der gleich in Richtung Hyde springt und Hyde den Punkt kriegt. Und da kann ich mir auch einfach den einen Kill holen, der mir den Level abgibt für meine Gang. Von daher, meiner. Und das Gold kriege ich natürlich auch noch mit. So. Schauen wir doch mal, was es hier hinten so schönes gibt. Noch ein Trading House, sehr schön. Wo schicke ich meine Leute hin? Was mache ich hier mit? Lasse ich ihm die Bribe vielleicht sogar? Weiß es nicht. Vor allem die Bribe, Bestechung. Ich hole mir mal den Expert Scout noch. Und schau mal, ob wir Glück haben. Und hier vielleicht noch was aufdecken können. Wir wissen jetzt, es ist ein Estate. Leider haben wir damit nichts Neues freigeschaltet, aber es ist ein Anfang. Und ich hole mir noch einen Schläger. Sicher ist sicher. Wird zwar teuer, wenn die Attentäterin ihn gleich wegräumt, aber da passiert's halt. Und ich schicke ein Kind, einen kleinen Jungen ins Waisenhaus. Bauen wir das gleich noch aus, dann können wir seine Leute rausschmeißen. Ist immer nützlich. Ich meine, können wir sowieso schon, aber dann können wir Kinder benutzen, um Kinder rauszuwerfen. Das klingt ziemlich fies, wenn ich so drüber nachdenke. Na gut, das ist auch eine ziemlich fiese Welt, in der das Ganze hier spielt, von daher. Er hat eine Kirche ausgebaut, okay. Gut zu wissen. Ich will ihn in diesem Zug, ehrlich gesagt, gerne mal ausschalten. Wird allerdings nicht so einfach, daran zu kommen. Holen wir auf jeden Fall das Trading House. Hm.
wenn wir noch eine Lampe finden, dann kann ich tatsächlich... Wir werden jetzt weiter suchen. Wenn wir noch eine Lampe finden, kann ich dir eine Bestechung kaufen, die er dann nicht mehr haben kann. Schade. Wäre wohl zu schön gewesen. Aber gut, holen wir uns das Trading House. Und bauen wir es gleich komplett aus. Und die Gang darf das Trading House auch gleich beschützen. Und im nächsten Zug schnappe ich mir hoffentlich dann doch mal Hyde. Ich würde ihm gerne mal eine reinhauen. Und ihm sein erstes Leben abziehen. So, du gehst hier hin. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem, was wir noch haben? Wir kaufen uns, glaube ich, mal den Dolch. Ja. Runde beenden. Emma geht zurück nach Hause. Kriegen jede Menge Gold und Lampen. So, Hyde, was tust du? Kriegst du genug, um dir jetzt die Bestechung zu kaufen? Ich hoffe nicht. Das hatte ich befürchtet. Verdammt. Vor allem die Gang hat... Die hat tatsächlich viel zu viel Leben. Ist nicht gut. Wir brauchen einen Attentäter. Jetzt. Am besten sofort. So weit bist du den Attentätern. Und ich kaufe mir jetzt tatsächlich die Bestechung, einfach damit er sie nicht bekommt. Weil sonst würde das Ganze noch ziemlich gefährlich werden. Was ich mir allerdings kaufe, ist natürlich die neue Gang. Und Emma darf gleich noch ein bisschen weiter erkunden. Und ich werde den mal nicht umhauen. Wir gehen hier lang. Wir holen hier das Level up für unsere Gang. Wir gehen nicht auf Gold mit dieser Gang. Wir gehen komplett auf Schaden. Lass mich mal überlegen. Ich würde gerne hier einen Bombenleger hinsetzen. Das heißt, wir durchsuchen jetzt die ganzen Gebäude rund um die Bank. In der Hoffnung, dass wir eine Lampe finden. Eine Laterne. Sieht gerade schlecht aus. Schade. Gut, einmal ins Waisenhaus. Wir haben genug Geld, wir können das Ding im Zweifelsfall gleich wieder ausbauen. Und einen von euch kaufen wir ebenfalls. Okay. Das Problem ist, dass der mit dieser Gang und mit Hyde jede Gang von uns ausschalten kann. One-Hit. Was nicht gut ist. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich genug Leute zusammenkriegen und die Attentäter zusammenbekommen, damit wir seine Gang töten können. Job's done. Genau, geh heim, Kollege. Bleibst du hier vorne stehen? Es wäre sehr nett, wenn du hier vorne stehen bleiben würdest. Und verdammt, der hat viel Geld. Das heißt, er kann sich jeden Zug einen Attentäter kaufen mit so viel Geld. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Schauen wir mal. So, du schützt erstmal das Trading House. Und ich werde mich komplett darauf fokussieren, dass wir uns so bald wie möglich... Moment, wir erkunden erstmal kurz hier. Das hat er noch nicht entdeckt. Das heißt, wir können da gefahrlos unsere Gang hinschicken. Oder relativ gefahrlos. Ich gucke jetzt, dass wir im nächsten Zug die Attentäterin bekommen. Hoffentlich klappt das. Damit wir die auf seine Gang loslassen können. Edelsteine können wir uns noch freischalten. Da kommen wir gerade nicht hin an das Estate. Und dann das hier unten auch nicht. Mann, nicht gut. Das heißt, wir werden diesen Zug wahrscheinlich auch nicht aufräumen können in der Hinsicht.
Was machen wir denn dann? Wirklich viel Sinnvolles, also so richtig Sinnvolles, können wir gerade gar nicht so machen. Okay. Wir sollten auf jeden Fall weiter erkunden, ob wir noch irgendwo sinnvoll unsere Kids hinschicken können. Und uns eventuell auch einfach den Weg ein bisschen mehr aufmachen. Und einfach ein bisschen die Karte aufdecken. Aber auch noch ein bisschen was klauen, würde ich sagen. Wir sind immer ein Dieben. Wäre ja schlimm, wenn wir nichts klauen würden. So. Beenden wir einfach mal die Runde. Wir sollten definitiv gucken gleich, wo er die Bestechung herbekommt. Die, nicht die Bestechung, Blackmail, die Erpressung. Den Erpresserbrief, wie auch immer. Verdammt. Das ist das falsche Ziel. Goddammit. Egal. Wir bauen das wieder aus, wir haben genug Geld. Normalerweise kommt er auch hier rein, dann danke. Das ist eine Menge Geld. Ja, der Kerl hat zu viel Geld gerade. Und es wird schwierig, die aus der Bank rauszubekommen. Okay. Lasst mich mal überlegen. Kriegen die nicht komplett aus der Bank raus? Zumindest nicht so einfach. Wir haben keine Ahnung, wo die feindliche Gang ist. Ich komme da nicht hin. Das ist nicht gut. Das ist eine ganz beschissene Situation gerade. Machen wir erstmal so. Let's go. Die Gang darf die beiden weghauen. Aber immerhin kann ich mir dann den aktuellen Zug sparen. In Bezug auf die Attentäterin. Und kann in dem Zug noch was anderes machen. Du stirbst aber auf jeden Fall, mein Freund. Und die Sachen werden beide sehr interessant. Ich schalte ihn mit denen schon mal frei, aber wir nutzen ihn natürlich noch nicht, weil er gerade einfach nichts bringt. Er darf dann heimkommen. Im nächsten Zug ist die Attentäterin dran, wie gesagt. Und ich glaube, ich erkunde einfach noch ein bisschen und hol mir... Mach ein paar Einbrüche. Mehr Geld. Gebt mir Geld. Ja, Shiny. Ganz genau, das hast du gut verstanden. Und wir verstärken unsere Gang. Das wird interessant noch. Das wird schwierig, glaube ich, das Level. Komm schon. Zeig deine Gang, hol deine Gang raus. Ich will deine Gang töten. Ich will mir gleich eine Attentäterin holen und deine Gang ausschalten. Komm her. Oder muss ich es wirklich suchen? Auf jeden Fall gibt es erstmal einen extra Siegpunkt für ihn. Yes! Bestmögliches Ergebnis. Bestmögliches Ergebnis in dem Moment. Wunderbar. Das macht es natürlich etwas weniger angenehm. Aber seine Gang kann ich trotzdem ausschalten. Und er dürfte nicht genug Geld haben, um die noch groß auszubauen. Verdammt nochmal! Okay, aber er hat gerade keine Ressourcen oder nur wenige. Goddammit. Halt geht mir gerade auf die Nerven. Okay. First things first. Tschüss, Gang. Sterbt. Elendig. So. Das Gute ist, ich habe noch meine Kids, um die Gegner rauszuschmeißen. Und ich kann mir selber eine Gang kaufen. Und erstmal darfst du einmal hier draufhauen. Und du darfst ebenfalls einmal draufhauen.
Und wir verbessern gleich den Schaden. Das ist riskant, aber wir versuchen es einfach mal. Komm schon, keine Bombe, keine Bombe. Bitte keine Bombe. Ja! Sehr gut. Meine Bank. So, das Schöne ist, die feindliche Gang ist weg. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Gelegenheit, unsere Macht aufzubauen. So ganz generell. Euch würde ich gerne ebenfalls rausschmeißen. Und ich werde beide Gebäude schützen mit einer Bombe. Und einen Kerl schicken wir noch ins Trading House. Okay, wir sind mittlerweile bei 20 Minuten. Ich habe das Gefühl, das wird eine lange Folge. Das letzte Mal, dass ich das gesagt habe, war die Folge kurz danach vorbei. Aber schauen wir mal. Wir haben gerade viel zu viel Geld ausgegeben in einem Zug. Zum Glück können wir noch ein bisschen was verdienen. Das ist natürlich beruhigend. Ich meine, es werden nicht Unmengen sein, aber es wird immerhin etwas sein. Weil wir uns darauf fokussieren werden in dem Zug. Ich will das Zeug dann nämlich ausbauen im nächsten Zug. Und zwar ordentlich. So, Runde beenden. Außerdem wäre es gut, wenn wir seine Kirche angreifen können. Schön, es hat nicht mehr so viel Geld. Und da ist eine neue Gang, um die wir uns gleich kümmern können. Okay, vielleicht dauert es doch etwas länger. Wobei ich glaube, wir können uns in diesem Zug tatsächlich ja, den Dolch verbessern. Machen wir das doch gleich mal. Und kümmern wir uns um diese Gang. Verschwindet, Jungs. Das ist unsere Stadt. Das ist unser Viertel, wie auch immer. Ich will, dass sie was aushalten. Ich kann es mir nicht leisten, jetzt schon wieder eine Gang zu verlieren. Das wäre sehr ungünstig. Aber gerade sollte es auf jeden Fall ausreichen, solange er keine Attentäterin auf uns losschickt. Dementsprechend schicke ich jetzt noch Kids in die Bank. Und ich glaube, dann klauen wir noch ein bisschen was. Oder wir erkunden. Je nachdem. Schauen wir mal. Was aber drin sein müsste eigentlich. Zweite Gang kriegen wir noch nicht im nächsten Zug. Aber den Safecracker können wir uns holen und dann die zweite Gang. Oder wir verbessern unsere Waffe. Das ist die andere Option. Jetzt klaue ich tatsächlich noch mal ein bisschen was. Das mit. Und schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir hier noch was raus. Wer weiß. Immerhin eine kleine Ladung. Gut. Runde beenden. Klaut wieder Edelsteine. Ah, sehr schön. Das war teuer, mein Freund. Das war sehr teuer für dich. Und du hast... Ja, er kann theoretisch ein bisschen was zu uns schicken, aber nicht viel. Gucken wir mal. Gibt es eine Möglichkeit, an die zweite Bombe, zweite Gang zu kommen in dem Zug? Es wird sehr schwierig. Sehr unwahrscheinlich. Einen Safecracker holen wir uns aber. Und das extra Geld nehme ich gerne an. Hyde versteckt sich ganz hinten. Heikling. Egal. Wir holen uns den hier.
Verbessern ein weiteres Mal den Schaden und sind damit stark genug, um Hyde auszuschalten mit der Gang. Du kümmerst dich um den Kerl. Und jetzt klauen wir noch ein bisschen was. Denn gerade kriegen wir extra Gold dafür. Nehme ich das natürlich gerne mit. Okay. Einmal Trading House. Verdammt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wir kommen nicht bis zum Trading House. Scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. God damn it. Okay. Dann kommst du halt im nächsten Zug wieder dran. Gehst du jetzt heim. Egal. Passt. Nicht schlimm. Ich habe die Bomben vergessen. Nein! God damn it. Das ist nicht gut. Ich habe die Bomben komplett vergessen in dem Zug. Der Kerl wird mir jetzt doch bestimmt... Der wird mir jetzt bestimmt Leute umhauen. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, wobei, er hat nicht so viel... Warum hat der noch jemanden? Warum hat er so viel Geld? Nicht cool. Na gut, solange uns das Waisenhaus nicht klaut, können wir dagegen relativ gut ankommen. Ja, genau. Hol dir das Haus vor meiner Haustür. Wir holen dich gleich, mein Freund. Right away. So, einer noch hier hin. Die Bank sichere ich mit einer Bombe. Den Rest lasse ich erstmal. Weil wenn überhaupt, wird er die Bank angreifen gleich. Und was ich jetzt machen werde, ist halt mal ordentlich weh zu tun, glaube ich. Allerdings schauen wir auch mal, wo eventuell noch die feindliche Gang ist. Ich vermute am ehesten hier. Nein. Schade, wäre schön gewesen. Was wir aber machen können, ist nach dem Bloody Stump zu gucken. Genau, das ist nämlich das Strange Fall ausklappt, das dachte ich mir. So. Let's go. Ihr haut auf High drauf. Das ist der erste Siegpunkt für uns. Und er hat schon viel zu viel für meinen Geschmack. Verbessern wir mal das Gold pro Kill. Und ich hole mir die zweite Gang. Oh yeah. Of course. Wenn mir eine Gang drauf geht, brauche ich gleich eine zweite als Ersatz, sonst habe ich ein Problem. So. Schaden. Und eigentlich passt mir die Situation sogar relativ gut. Vor allem haben wir rein theoretisch. Also können es im nächsten Zug nicht beenden, aber theoretisch können wir es in zwei Zügen beenden. Weil wir uns dann eine Attentäterin holen. Und ihm die auf den Hals hetzen. Und außerdem genug Schaden anrichten können, glaube ich, in einem Zug, um ihn nochmal auszuschalten. Sieht gut aus. Sieht tatsächlich gut aus. Okay, beenden wir die Runde. Holen wir uns unsere Ressourcen. Und schauen wir, wo er rauskommt und wie viel Leben er gleich hat. Weil er wird viel Leben haben. Das war zu erwarten, leider. Aber okay. 7 Leben. Someone rich lives here. Ich werde die Gang gleich ausschalten mit Emma und der zweiten Gang. Und dann werde ich ihn finden und ihm eine Attentäterin auf den Hals setzen. Das klappt, oder das sollte definitiv klappen. Allerdings muss ich meine Gang dann auch verstärken gleich. Muss der Gang ein paar Schläger zur Seite stellen. Sonst ist meine Gang nämlich auch gleich wieder weg. So, wir verbessern weiter in Schaden. Schauen wir nach Hyde. Oh, die macht nur 6 Schaden. Okay, egal, trotzdem. Trotzdem, ich glaube nicht, dass der sich heilen kann. Und was heißt nur 6 Schaden? Ist ja trotzdem noch viel, aber ihr wisst, was ich meine. Und vor allem kann ich es auch anders machen. Ich kann nämlich auch einfach so machen. Zweiter Siegpunkt, so.
Wir kriegen dich, Hyde, wir kriegen dich. Du entkommst mir nicht. So. In der Zwischenzeit kann Emma sich ein bisschen umschauen. Ich werde mir wahrscheinlich gleich die Poison Blade kaufen. Wobei, ich glaube, in diesem Zug kaufe ich mir gar keine Waffe. In diesem Zug nehme ich tatsächlich die Laternen. Ich kaufe einfach nicht einen in der Runde. Und ich werde jetzt einfach mal, um ihm ein bisschen auf die Nerven zu gehen, den Bloody Stump auseinandernehmen. Hello, children. And now you're mine. Find's nämlich nicht so cool, wenn seine Truppen verstärkt sind. So. Er muss jetzt in der nächsten Runde ordentlich Geld ausgeben. Er hat keine Gang aktuell. Und... Also er, oder vielleicht hat er eine Gang. Und er ist schwer verwundet. Also er muss jetzt viel Geld ausgeben. Er hat ordentlich Sachen verloren. Mit etwas Glück, also eine von meinen Gangs sollte auf jeden Fall überleben. Vielleicht sogar beide. Wobei, beide nicht, weil er alleine eine ausschalten kann. Gibt auf jeden Fall einen weiteren Siegpunkt für ihn. 8 Leben hat er. 2? Wir können ihn töten. Wir können Hyde töten in diesem Zug. Aber sowas von. So. Wir müssen ein bisschen was klauen. Wir brauchen genug für eine Attentäterin. Sollte kein Problem sein. 2. Hier. Damit haben wir genug für die Attentäterin. Die einmal draufhauen darf. Und wir geben ihm den Rest. Bye bye, Hyde. Sieg! Sieg! Ich habe gerade das Achievement Grandmaster Thief bekommen. Alle Level auf Hard durchgespielt. Sehr schön. Lightfingers wounds eventually healed, but he found he was no longer keen for the thief's life. Outlaws don't get old. They retire or are done in. And Lightfinger preferred to quit while he was ahead. Left the underworld a rich and satisfied man, and anointed Emma the guild's new master thief. Now the most powerful rogue in the city, Emma threw open her doors to the city's urchins, who flocked to the guild, eager for her tutelage. They prospered, and all was normal, for a time. Emma soon found new adventures. Rather, they found her. But that, my friends, is another story for another time. Und damit haben wir das Spiel durchgespielt. Komplett auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Sehr schön. Und ich bedanke mich gleich mal fürs Zuschauen. Es wird früher oder später bestimmt nochmal eine Runde dazu geben, wo ich mal mit jemand anderem spiele. Mal gucken, wen ich mir da schnappe, ob ich denn mal ein schönes finde. Nächste Woche geht es weiter ganz normal mit EO4. Und was als Ersatzprojekt jetzt für Anti-Hero kommt, weiß ich noch nicht genau. Ich bin noch am Überlegen. Werdet ihr alles dann sehen, wenn es soweit ist. Bis dahin, haut rein und ciao.